Also das ist ein Hut, den José Augusto Canoe 2009 auf einer Europareise getragen hat. Und José Augusto ist einer der führenden Vertreter der Canoe, die in Rondônia in Brasilien an der Grenze zu Bolivien leben. Und mich hat eigentlich dabei immer schon mal interessiert, ob Sie mir da ein bisschen mehr über die Federn auch erzählen könnten. Im Prinzip ja. In meiner Funktion ja als Leiterin der Vogelsammlung des Naturhistorischen Museums ist das irgendwie unser Alltag, sich mit Vögeln zu beschäftigen, mit Vogelfedern und natürlich auch mit Exoten. Auffällig sind sofort diese großen Federn, die sind fast einen halben Meter lang. Die stammen eindeutig von zwei Ara-Arten. Die roten mit den blauen Spitzen, 1, 2, 3, 4, vom dunkelroten Ara oder Grünflügel-Ara, das sind die mehr oder weniger die mittleren Schwanzfedern, die angrenzenden, und die blau gelb gehaltenen vom Ara Rauna oder Gelbbauchara. Beide sind eigentlich weit verbreitet, sind aber auch sehr beliebte Käfigvögel und sind halt im Vogelhandel, im legalen wie illegalen Handel halt immer wieder Teil von Schutzbemühungen. Das Kleingefieder kommt zum Teil ebenfalls von diesen beiden Arten, das heißt die in rot gehaltenen Federn sind vorwiegend vom dunkelroten Ara und dann hier in blau-gelb eben vom Ara Rauna. Es gibt aber hier auch einige Federn dazwischen, die in grün-blau-schwarz gehalten sind. Hier sieht man es ein bisschen besser. Das sind innere Handschwingen von Amazonern. Die zeigen keine sehr charakteristischen Merkmale. Es kommen in der Region verschiedene Amazonenarten vor. Die häufigste dort ist die Blaustirn-Amazone. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie von dieser Art stammen. Wenn Sie sagen, dass sie auch im illegalen Handel sind, handelt es sich dabei um bedrohte Vogelarten? Sagen wir mal so, nicht vom Aussterben bedroht, aber sie sind zumindest CITES-pflichtig, das heißt für den Handel mit diesen Tieren als Haustier, als Vogel, den jemand zu Hause haben möchte, sei es in Europa, Nordamerika oder irgendwo in Asien, benötigt man entsprechende Papiere und man muss natürlich auch immer ein waches Auge von Seiten des Naturschutzes haben, um zu sehen, wie sich die Bestände entwickeln. Und kennen Sie sich ein bisschen aus mit der Lage eigentlich von bedrohten oder vom Aussterben? Welche Tiere, also welche Vögel sind eigentlich vom Aussterben in Brasilien im Augenblick besonders bedroht? Viele, viele, ganz, ganz viele. Brasilien ist mit einer der Spitzenreiter, nicht nur weil es eine große Landfläche hat, sondern weil Brasilien in den Tropen liegt, weil sehr viele verschiedene Lebensraumtypen in diesem riesigen Land vorkommen. Ja, und weil Brasilien als Land, in dem die Wirtschaft boomt, große Flächen gerodet, abgeholzt werden, sei es um Viehzucht zu betreiben, sei es um Bodenschätze zu gewinnen, Soja anzubauen, was weiß ich immer, aber in erster Linie ist es die Vernichtung des Lebensraums und zum anderen ist es die direkte Nachstellung für, ja, auch für den Vogelhandel. Ist das Aussterben von diesen Vögeln also ein rein menschgemachtes Problem oder glauben Sie, dass heute auch aus anderen Gründen solche Vögel aussterben würden? In diesem Fall sicher ein menschgemachtes, natürlich. Also da gibt es keine anderen echten Gründe dafür. Was mich noch interessieren würde, Sie arbeiten ja auch im Feld. Sie sitzen ja nicht nur im Museum. Ja. Ja. Ist Ihnen da mal irgendwas besonders Spannendes oder Aufregendes mit so einem Ara zum Beispiel oder irgend sowas passiert? Ja, ich kenne all diese Arten natürlich als freier Wildbahn aus verschiedenen Ländern Südamerikas. Unter anderem war ich Mitarbeiterin eines Projektes, in dem ein Baukran im Regenwald errichtet wurde, nicht in Brasilien, sondern in Venezuela.
der auch noch auf einer Schiene gefahren ist und wo man, der ist mitten im Regenwald gestanden und von dem aus konnte man alle Schichten des Regenwaldes befahren und von oben, also von den Plattformen aus beobachten und so. Und da war es spannend, jeden Tag in der Früh zu sehen, wie die Aras, wie ich sag, von der Südautobahn kommend, mit den verschiedenen Zubringern paarweise jeweils zusammenkommen und dann 10, 20, 30 geradlinig auf quasi einer Autobahn entlang bis zum Horizont fliegen. Die fliegen dann zu Futterbäumen, und wo sie dann noch den Tag über verbringen. Und am späten Nachmittag kommen sie wieder zurück, mit lautem Geschrei, alles verbunden. Und ungefähr an denselben Stellen, wo diese Zubringer, wo sie über diese Zubringer gekommen sind, zweigen sie dann wieder ab und fliegen zu ihren Revieren zurück. Also das ist schon toll. Und wenn das dann im guten Licht morgen oder nachmittags Sonnenlicht zu sehen ist, das hat schon was. Knapp über dem Regenwald, ja. Glauben Sie, dass die Aras Sie auch wahrgenommen haben, diesen Kran? Dass Sie das sicher, es haben dort natürlich auch Aras gewohnt. Mhm. Sie waren ja auch zum Teil nur wenige Meter entfernt zu beobachten, auch zu fotografieren. Und wir, oder beziehungsweise der Kran, war eben Teil dieses Waldes. Also, und am Anfang waren sie vermutlich neugierig und dann waren wir vermutlich nichts Besonderes mehr. Dann sind sie nicht mehr beachtet worden. Dann werden wir nicht mehr beachtet worden, ganz genau, so ist es.